Ja, es geht um Künstlerinnen und Künstler, die neben ihrem bildnerischen Werk eben auch ein musikalisches haben. Das heißt, die Musik geschrieben, sehr oft selbst aufgeführt haben, in Bandprojekten beteiligt waren und viele haben auch Labels gehabt. Und das Spannende in der Ausstellung ist, dass es sehr, sehr viele bildende Künstlerinnen und Künstler sind, die auch Musik gemacht haben. Und da sind enorm viele Entdeckungen, sowohl im Bereich der bildenden Kunst als auch der Musik zu machen. Ich habe die These, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass im 20. Jahrhundert, weil davor ist uns dieses Phänomen eigentlich nicht bekannt, dass da generell das Performative wichtiger wird. Das heißt, es ist eine Form von Performancekunst, wenn Sie so wollen, die Künstler hier aufgreifen. Und daher dieses Interesse für die Musik. Ich glaube, bildende Künstler haben immer Interesse für Musik gehabt. Das hat es immer gegeben. Aber sie waren nicht selbst aktiv als Musikerinnen oder Musiker. Zumal ja viele von ihnen Dilettanten sind auf dem Gebiet, nicht alle. Und sozusagen der Mut, aus dieser Position heraus aufzutreten, vor ein Publikum zu treten, das ist dann eben im 20. Jahrhundert erst gekommen und nimmt mehr und mehr an Bedeutung zu. Und eben durch die Punkmusik, wir sagen, die sehr einfach gestrickt war, die jeden ermöglicht, einfach Musik zu machen und Songs zu schreiben. Und über diese Inspiration haben wieder Künstler angefangen, auch Musik zu machen, sagen, ohne Vorkenntnisse. Das heißt, du musstest nicht jetzt irgendwie toller Gitarrist sein oder toller Instrument spielen, sondern du konntest einfach es machen, so wie du es gerne wolltest. Und das war auch für viele Künstler, auch speziell auch in Deutschland, der Anreiz und der Beginn einer musikalischen Tätigkeit. Nach dem Punk und nach der ganzen Gitarrenmusik kam dann, wir sagen, wurde eben erfunden, die Samplingmaschine über Rap und diese ganzen Sachen. Und da haben wiederum auch Künstler angefangen, wieder eine nächste Generation Musik zu machen, die natürlich sich hauptsächlich mit der elektronischen Musik befasst haben. Weil natürlich, wie Sie schon richtig gesagt haben, das war möglich. Du kannst, wir sagen, vorprogrammierte Sounds erzeugen. Und das war natürlich ein großer Anreiz für viele. Aber man kann sagen, dass die bildenden Künstler immer schon gegen den Strich gearbeitet haben und dass sie auch sehr kreativ waren im Erfinden von Instrumenten. Das beginnt eben schon im Futurismus, mit dem Bruitismus, wo man den Straßenlärm eben nicht als Lärm, sondern auch als Musik verstanden hat. Und viele Künstler sind dann sehr kreativ geworden mit Instrumenten. Wenn Sie schauen, was Pike, zum Beispiel Charlotte Moorman, an Streichinstrumenten zur Verfügung stellt. Und zum Beispiel Tony Conrad, das können Sie jetzt in der Ausstellung in Köln sehr schön sehen, die haben Instrumente eigens erfunden. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was vielleicht stärker aus der bildenden Kunst heraus entwickelt wurde als aus der klassischen Musik. Zum Beispiel hat diese Lärmmusik Maurizio Kagel beeinflusst, aber natürlich auch John Cage. Ja? Also das ist dann schon eingeflossen auch in die Musikgeschichte. Ich möchte das jetzt nicht überbewerten, aber ich glaube, dass davon Impulse ausgegangen sind. Und ich glaube eben, dass im Bereich der bildenden Kunst, wenn man da Musik gemacht hat, ist man einfach wesentlich freier. Man ist unbefangener und von der Tradition unbelastet. Man muss nicht sich an die Regeln der Musik halten. Man muss sich nicht einmal erst von ihnen frei machen. Und da ist irgendwie ein kreativeres Potenzial. Und das könnte auch der Grund sein, warum sich dann viele Musiker, besonders ab den 60er und 80er Jahren, in der bildenden Kunstszene sehr wohl gefühlt haben. Und auch in der bildenden Kunstszene sozusagen offener rezipiert wurden. Ein ganz prägnantes Beispiel ist die Minimal Art, wo wir also schon
bildende Künstler wie Rühm und Yves Klein sehr früh sehr progressive Dinge geschrieben haben. Aber dann kam die Minimal Art, die sich aus der Musik entwickelt hat, also zum Beispiel ein Steve Reich. Die wurde zuerst in der Szene der bildenden Kunst, also in den Galerien in New York, rezipiert und nicht in den offiziellen Konzertsälen. Erstens war doch interessant, wie schwer es gewesen ist, Material zu bekommen. Also natürlich heutzutage undenkbar, dass du irgendwie nicht auf einen Klick sofort hunderte Videos bekommst. Und das war sehr, sehr schwierig, weil du hast natürlich gesehen, also bis in die 80er Jahre war das noch sehr, sehr spärlich, ja? dass die Künstler sich gefilmt haben oder gefilmt wurden. Also da gab es viele Ansätze dazu, aber es gab kein Material. Und erst ab den 80er Jahren, wie wieder praktisch Video entwickelt wurde und so, kam viel mehr Material, visuelles Material zutage. Und dann waren wir auch sehr erstaunt, wie auch sehr oft berühmte Künstler wie Social Peng, ja? Peng ist ein berühmter Künstler, der in allen großen Museen vertreten ist und der sein ganzes Leben auch Musik gemacht hat. Aber das scheint nicht zur Kenntnis genommen worden sein von der Kunstwelt richtig, weil du kriegst auch überhaupt keine Information darüber. Und auch die Galerien, die ihn vertreten, die wissen eigentlich gar nichts über seine musikalische Tätigkeit und die wissen auch gar nicht, wie viele Platten er gemacht hat. Eigentlich wissen sie da gar nichts darüber. Ja? Und das Video, was wir zeigen, haben wir eigentlich nur zu verdanken, weil wir sagen, aus der Verzweiflung gesucht haben, dann die Musiker, mit denen er gespielt hat. Und die Musiker hatten Material, das sie aufgenommen haben während ihrer Konzerte, so ein Privatmaterial. Das heißt, das wurde auch nie gesehen. Das haben sie aus welchen Schubladen rausgezogen und zur Verfügung gestellt. Aber es war schon erstaunlich, wie solche berühmte Musiker eigentlich in ihrer musikalischen Tätigkeit, die für sie so wichtig war, überhaupt nicht wahrgenommen wurden. Und für mich war interessant, dass ich gerade über Edith Bartz, der sich in der Musik so gut auskennt, auch viele Künstlerinnen und Künstler kennengelernt habe, die ich nicht kannte und die mich auch im bildnerischen Bereich interessieren. Zum Beispiel Charles Manier-Palestine. Das war für mich ein neuer Name. Und dem begegne ich jetzt auch in der bildenden Kunst. Zum Beispiel hat er momentan eine grandiose Installation im Haus Mödrath. Oder Alan Vega, der in der Musikszene sehr wahrgenommen wird und ein bildnerisches Werk hat, das erst jetzt schon langsam bekannt wird. Und das waren auch große Entdeckungen für uns. Also es wird tatsächlich sowohl im Bereich der bildenden Kunst als auch im Bereich der Musik die Geschichtsschreibung eigentlich erweitert um viele Namen. Etliche Künstler waren mir bekannt als Musiker und ich wusste selber gar nicht, dass sie Künstler sind. Zum Beispiel wie Martin Creed. Ich habe schon irgendwie vor 10 Jahren oder irgendwie länger eine CD von ihm gekauft mit seiner Musik und wusste eigentlich lange gar nicht, dass er Kunst macht. Und habe eigentlich viel später erfahren, aha, dass er macht Kunst. Und er ist dann wirklich ein bedeutender Künstler geworden. Und ein zweiter ist zum Beispiel Wild Billy Childish, der in einer Punkband gespielt hat und den ich dann vor 20 Jahren in Wien in einem Rockclub gehört habe spielen, wusste ich auch überhaupt nicht, dass er Kunst macht. Und dann habe ich zufällig mal auf eine Kunstmesse und da war ein Schild Wild Billy Childish und dann habe ich gedacht, komisch, dass derselbe Name, das ist ja nicht ein gewöhnlicher Name. Dann habe ich gefragt den Galeristen, ist das der? Sagte, ja, das ist er. Also da war ich überrascht, das wusste ich eigentlich nicht. Das heißt, es war ja nicht immer so, dass Künstler nur, zur Musik, sondern auch umgekehrt, dass man einfach Musiker gegeben hat, die Kunst gemacht haben, was man gar nicht wusste. Auch ein Beispiel wäre zum Beispiel Tony Conrad. Tony Conrad spielt ja bei La Monte Young mit John Cale, Lou Reed, mit allen den wichtigen Leuten in der Musik.
ich selber, muss ich echt gestehen, ich wusste lange nicht, dass er Kunst produziert. Und viele, viele Jahre später sah ich dann irgendwie ein Plakat mit seinem Namen und dachte mir, komisch, Tony Conrad, das kann doch nicht dasselbe sein. Er war es aber. Also es war bei, also vielen ist es gelungen oder sie waren sehr bekannt in der Musikwelt, aber nicht, dass sie auch eine Kunstproduktion hatten. Und viele von denen kommen jetzt groß heraus. Ja? Billy Childish hat eine prominente Galerie in Berlin. Ja. Tony Conrad hat eine große Ausstellung im Kunstverein Köln. Und das sind Dinge, oder auch Captain Beefheart. Ja, und Martin Creed natürlich. Und Martin, ne? Creed, also die jetzt auch vielleicht in der bildenden, aber die haben immer schon bildende Kunst gemacht. Nur wurden sie oft in einem Medium berühmter, wenn Sie so wollen, mehr wahrgenommen. Bei Captain Beefheart war interessant, weil viele meinten, dass er dann, wie sagen, irgendwann angefangen hat, wie er aufgehört hat, Musik zu machen, zu malen. Und das stimmt überhaupt nicht, weil ich habe dann gelesen, so Tagebücher, von Tournee-Tagebücher von ihm. Und da ist immer gestanden, die Musiker sagten, ja, der Captain Beefheart ist super langweilig, weil der, wenn sie aufhören zu spielen, gleich wieder sich zurückzieht und anfängt, Zeichnungen zu machen und zu zeichnen. Und sie sagen, das haben die Musiker immer fad gefunden, dass er sofort dann immer sich hinsetzt und anfängt, irgendwas Bildnerisches zu machen. Und wie er dann eigentlich dann aufgehört hat, Musik zu machen. Es war ein ganz bewusster Akt. Nach diesen vielen Jahren, die er Musik gemacht hat, hat er sich dann aufgehört, Musik zu machen und sich nur zurückgezogen, einfach nur mehr bis sein Lebensende nur mehr gemalt. Ja? Und wir sagen, trotzdem ist sein Schaffen in der Musik hat so lang überschattet sein Leben. Ja? Und erst in den letzten Jahren wird das wahrgenommen, dass er wird vertreten ja durch die Galerie Michael Werner und zeigt immer wieder seine Arbeiten und so. Also jetzt kann man zu begreifen, aha, da gab es ein zweites Leben, eben ein Doppelleben. Natürlich, Musik ist immer Kommunikation. Wenn der Künstler allein in seinem Atelier sitzt und sagen und seine Kunst produziert, ist natürlich Musik immer live und immer spielen und immer vor Publikum spielen. Und ich glaube, dass es eben durch diese einsame Tätigkeit als Künstler ihnen dann schon, die es tun, irrsinnig viel gibt, egal vor wie vielen Leuten sie spielen, auch wenn es nur 20 unten sitzen. Aber da empfinden sie, weil da spüren sie sofort, wie soll ich sagen, die Zuneigung. Sie spüren sofort, ah, das kommt gut an, die Leute mögen das, ja. Man muss schon sagen, bei der Musik geht schon natürlich darum, dass es die Leute hören wollen und dass sie es eben mögen. Das ist natürlich schon so ein Unterschied von Kunst, wo du sagst, ah ja, na, super Arbeit und so, das war's. Aber bei Musik sitzt du ja dort, du hast den Künstler vor dir. Praktisch, und sagen, und entweder er spürt deine Antipathie oder er spürt auch sehr stark deine Sympathie für ihn. Ja? Und ich glaube, das ist aber ein Aspekt, was für Kunst so interessant auch, was so interessant macht für Künstler. Das natürlich, wie Sie ja vorher gesagt haben, durch die elektronische Musik, natürlich ist es praktisch jeden möglich, Musik zu machen und natürlich jeden möglich, Musik zu produzieren und zu veröffentlichen. Und ich glaube, dass speziell die neue, jüngere Generation von Künstlern, für die ist ja auch schon das ganz selbstverständlich. Also praktisch, das war nicht so irgendwie, jetzt müssen wir zur Gitarre greifen und uns da irgendwie ein bisschen hinter einen Verstärker verstärken, sondern für die ist das ganz normal. Also sie wachsen ja in einer anderen Welt, auch visuellen. Und deswegen glaube ich, dass natürlich auch die junge Generation jetzt, für die ist das ganz normal, Musik zu machen oder zu Synthesizer zu greifen und irgendwelche neue Töne zu programmieren. Aber sehr interessant, zum Beispiel Katharina Grosse, die auf einem analogen Synthesizer mit einem Musiker zusammenspielt, die hat mir im Gespräch gesagt, dass sie jetzt gerne singen lernen würde, und zwar professionell. Ich glaube, die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts wird in den letzten Jahrzehnten ja generell sehr umgeschrieben. Ja? Also wir kommen sozusagen weg von dieser männlichen Heroenkunst. Es gibt so einen Kanon und der wird
total aufgemischt. Sehr stark natürlich, indem man auch immer auf die Frauen verweist. Aber ich finde es eben zum Beispiel interessant, dass gleichzeitig zu dieser cleanen Minimal Art, die in New York gefeiert wurde, eben ein trashiger Künstler wie Alan Vega auch eine Lichtkunst gemacht hat, ja, die man nicht wahrgenommen hat. Das war nicht der Kanon. Dafür hatte man keine Sensibilität. Und möglicherweise kommt man über die Musik, oder zumindest ich bin über die Musik, auf diese bildnerischen Werke gekommen. Das heißt, der Kanon der bildenden Kunst wird auch erweitert. Wir sind auch beim Katalog Neue Wege gegangen. Es ist ein Internetkatalog entstanden, www.doppelleben-katalog.de. Und man kann sozusagen sich über die Ausstellung schon vorweg zu Hause informieren oder man kann über die Smartphones sich informieren. Und da können Sie dann nachlesen, welche bildende Kunst diese Künstler gemacht haben. Und Sie finden überhaupt weiterführende Informationen auch zu ihrem musikalischen Leben. Just me and you. I like the way you walk, the things you do. Got no confusion with you by my side. And when it's time to go, I'm set to say goodbye.